Also ich bin der Felix Haag, bin jetzt hier in der neuen Saison Kleinfeldkoordinator und nebenbei auch noch U13-Trainer. Ins Kleinfeldbereich fallen auch die Feriencamps. Wir hatten der ganzen Woche viele verschiedene Unternehmungen. Wir waren am Dienstag beispielsweise zum Tagesausflug in Halle zum Fußballgolf. Da waren wir den ganzen Tag unterwegs. Heute haben uns die Spieler von der ersten Mannschaft besucht. Alles gut? Geht weiter? Wir sind heute hier im Sommercamp und wir unterstützen ein bisschen die Jungs halt, spielen mit dem Fußball, dürfen Fragen beantworten, durften Mittagessen mit, Autogramme geben und ja, ist eine tolle Sache hier zu sein. Ja, ist eine gute Frage, was man den Jungs so mit auf den Weg gibt, da man selber weiß, wie schwer der Weg eigentlich ist, in den Männerfußball reinzukommen. Die Jungs haben noch so lange Zeit, sich positiv zu entwickeln. Wenn sie Spaß haben und immer ihre Ziele im Auge behalten, dann können sie es auch schaffen. Natürlich, man muss halt immer daran glauben. Mir hat es auch am besten gefallen mit dem Fallrückzieher und ich habe auch getroffen. Also mein letztes Erlebnis war, wo wir Pendel gelernt haben. Also ich würde, um in die erste Mannschaft zu kommen, ganz viel trainieren und halt umspielen. Ich würde auch ganz viel trainieren und ein gutes Gedächtnis haben mit Schlauigkeit. Kai Truschke. Robert Lewandowski. Kai Truschke. Buri. Christoph Pausen. Timo Werner. Und da heißt es wohl, ihr seid alle Chemiefans. Ja. Ja. Ich bin John und komme aus New York. Ich bin Johns Papa, mein Name ist Frank und wir sind jetzt Chemiker in der vierten Generation schon und sind jetzt übers Wochenende von New York nach Leipzig gekommen, damit der Kleine im Fußballcamp mitmachen kann. Ich arbeite für die Lufthansa und die Lufthansa hat mich jetzt ab Anfang des Jahres für 5 Jahre nach New York entsendet und es wird ein großes Abenteuer mit der ganzen Familie vor Ort. John spielt jetzt ab nächste Woche im White Plains. Gibt es ein Fußballcamp oder eine Fußballmannschaft direkt für Jugendliche, so wie in Deutschland auch. Und da freut er sich schon, dass er ab nächste Woche dann richtig ins Training einsteigen kann. Und ist jetzt hoffentlich durch das Trainingscamp bei Chemie gut vorbereitet und kann viele Tore schießen. Was ist dein Lieblingsspieler? Alexander Buri und Kai Truschke. Oh, alle beide. Und Kara. Das Herzcamp findet vom 14. bis 19. Oktober statt, in der ersten Ferienwoche. Und am melden am besten über die Homepage über feriencamps@chemie-leipzig.de.